Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Jurassic Park The Game Episode 3, die Tiefen. Wir haben gerade das Sicherheitssystem in diesen Tunneln kaputt gemacht, in dem wir uns soeben befinden. Und jetzt ist es spannend, ob uns die Velociraptoren kriegen oder ob wir anscheinend das Aquarium noch vorher erreichen können. Ein Song, der sie für die Überfahrt bereit macht. Ich hab's wieder gedrückt, ne? Ich habe den rechten Stick gedreht. Ich habe es ja gemacht. Hier ein Plasma-Song, der sie für die Überfahrt bereit macht. Was? Wie habe ich das gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Verdammt! Also ich weiß nicht, ob es an meiner Reaktionsfähigkeit liegt, dass ich manchmal einfach zu langsam bin. Aber ich finde dieses Spiel wirklich schwer. Boah! Aha, es geht auf einmal nicht mehr. Verdammt. Nein, ich hab's gedrückt. Ich hab noch rechts gedrückt. Oh, komm da rein wieder. Wieso geht's auf einmal so schwierig? Alter, der ist einfach nicht in der fucking Mitte geblieben. Ist irgendwas mit meinem Hebel. Ich rüttel mal ein bisschen dran rum und drück den so ein bisschen rein und mal gucken. So, lieber Controller, jetzt aber. Oh, ich bin aus Versehen in die Pausenmenü-Sache gegangen. Ich will zurück, danke. Verdammt! Was? Jetzt stich da rein, oder? Heilige Mutter Gottes, ich hab's geschafft. Oscar, noch drei. Da, Dame. Ardy, die Show ist vorbei. Laura, jetzt bin ich ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Warum bist du hier nah aufgewacht? Nee, er hat ein Messer gehabt. Nicht ganz bloße Hände. Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Aber das Rätsel haben wir doch schon gelöst, als der Typ noch da war. Wir haben zwar nicht gesagt, dass es Dino-Embryos sind, aber wir haben das Rätsel ja schon gelöst, indem wir gezeigt haben, dass es was anderes ist als... Naja. Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oscar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogotá gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedri da drin. Der kann aber nicht, also schickten sie mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also, deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen diesen Nedri in ganz San Jose. Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge.
Heuchlerin? Warum? Sie sind ziemlich selbstgerecht für eine Diebin. Ich wäre keine Diebin, wenn Sie diese Insel nicht von meinen Leuten gestohlen hätten. Ich habe gar nichts gestohlen. Die kostarikanische Regierung vermietet die Insel an InGen. Und Sie haben nur die Schmutzarbeit erledigt, was? Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie jetzt auch. Wirklich? Und wie viele Menschen wollen Sie heute töten? Halten Sie die Klappe, oder ich fange mit Ihnen an. Oh, kein Stress. Spart euch das für die Dinos. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Ich überleg's mir, bin dabei niemals. Was ich bei dem Spiel ein bisschen komisch fände, ist, dass man halt die Entscheidungen der einzelnen Personen übernimmt. Also man übernimmt nicht unbedingt ein oder zwei direkte Charaktere, deren Sinn im Spiel klar ist und bei denen man sich entscheiden kann, will ich, was weiß ich, böse oder gut sein, je nachdem. Sondern man übernimmt ganz, ganz viele Entscheidungen von allen Charakteren, wie jetzt auch gerade von ihm. Und ich bin mir dann immer nicht ganz sicher, worauf wollen wir hinaus? Was ist unser Ziel am Ende? Soll ich jetzt niemals sagen oder soll ich... Ich nehme einfach die Mitte. Ich glaube nicht, Billy. InGen gibt uns echt viel Arbeit. Bin mir nicht sicher, ob ich den Geldhahn zudrehen will. Das verstehe ich. Aber mit der Kohle bräuchten wir nie wieder zu arbeiten. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Hast noch genug Zeit, bevor wir den anderen Helikopter rufen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Wo ist es? Ich weiß, ich... Ja! Dad, no! Jess, was ist los? Was ist passiert? Ah, shit. Ich hab rechts gedrückt. Ich hab gedreht, wie... Bitte. Gott sei Dank. Zurück. Ich drücke. Das gibt's doch nicht. Manchmal reagiert's halt wirklich erst, wenn ich das zweite oder dritte Mal auf den Scheißknopf drücke. Aber ich glaube nicht, dass es am Controller liegt. Wirklich nicht. Zurück. Willst du mich wirklich angreifen? Dein letzter Freund hatte nicht so viel Glück. Ja.
verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Das war super! Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Ist das Blut? Wie haben sie überlebt? Wo? Ach, an seinen Händen. Oh mein Gott, sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Also, Yoda, wie sind Sie nicht gestorben, als der Helikopter abgestürzt ist? Tja, Oscar und ich sind vor dem Aufprall selbst rausgekommen, aber Nima brauchte etwas Hilfe. Stimmt's, Oscar? Ich bin einfach froh, dass niemandem was passiert ist. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool! Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache, nur ein normaler Kampf. Lassen Sie sich jetzt einen Raptor tätowieren? Ich würd's machen. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Hey, wir haben ein Problem. Das ist nur Dampf, Laura. Ja, ich glaube nicht, dass Dampf uns fressen kann oder so. Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf? Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn etwas mit dem Dampfdruck nicht stimmt. Da es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal. Da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar? Ich bin froh, dass Sie noch leben. Ich bin auch an einem T-Rex entkommen. Ja, komm, wir gehen ein bisschen an. Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin, das tut mir echt. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Sondern? Niemals! Haben Sie etwa rumgemacht? Sagen wir es so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest?
Das sind manchmal echt absurde Situationen in der ganzen Kacke hier. Erst mit dem Rummachen, was sie sagte, und jetzt das mit diesen Zigaretten. Was zur Hölle? Mom raucht? Ich wollte mich nur beruhigen. Dinosaurier hier? Ich war so nervös und ängstlich und alles und dachte, das hilft. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotionale Reife braucht viel Lass Zeit. Lass es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt, das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Auch wieder so eine absurde Situation irgendwie. Keine Ahnung. Kriegen Sie auf? Irgendwelche Vorschläge? Gut, dass ich keine Kinder habe. Lol. In solchen Momenten bin ich wirklich froh, keine Kinder zu haben. Ich habe meine Tochter seit knapp 6 Monaten nicht gesehen. Oh. Also? Welche Möglichkeiten haben wir? Ohne Waffen und Sprengsätze kriegen wir sie niemals auf. Zu sicher. Sagen Sie es mir. Irgendwelche Vorschläge, Mr. Yoda? Nein. Okay, ich frage einen Erwachsenen. Okay. Denken Sie sich im Hintergrund immer noch an, ja, ne? Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc, aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht? Ich wollte gerade sagen, die Kurze passt doch bestimmt durch. Obwohl ich denken würde, dass die Frau auch so schlank ist, dass sie auf jeden Fall da durchpasst. Also, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Hat sie gerade im Hintergrund gesagt, also er hat irgendwas mit Rotzgirre, sie soll sich nicht wie eine Rotzgirre verhalten, gesagt. Und sie hat dann daraufhin geantwortet, außerdem bin ich schwanger? Was zur Hölle? Okay, wo können wir noch hin? Zu den beiden? Ich bin kein Kind. War nicht mal meine Marke. Keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Du hast eine Marke? Eine Marke? Wie lange rauchst du denn schon? Seit du weggegangen bist. Vermissen Sie was? Hm? Nein. Ich frage mich nur, warum die Transportkäfige noch hier sind. Na klar. Lassen? Ich soll meine 14-jährige Tochter rauchen lassen? Niemals. Sonst was? Willst du das Betäubungsgewehr rausholen? Wenn's sein muss. Bis ich sicher bin, dass du uns nicht nochmal in Gefahr bringst, will ich dich im Auge behalten. Hey, ich habe viel dafür getan, damit wir überleben. Schon vergessen? Du hast mir versprochen, nicht mehr zu Jerry, stehlen, bitte. Jess. Ich wollte auf nur eine Zigarette. Ich hätte sie auch zurückgegeben. Ich konnte ja wohl schlecht danach fragen. Jerry, bitte. Du müsstest nicht fragen, wenn du gar nicht erst damit angefangen hättest. Können wir bitte nicht mehr darüber... Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Jesse! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess! Was? Gut gemacht, Jess. Danke. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay, ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid.
Okay, mega die komische Situation mit denen. Was ist denn das? Warum wackelt denn das? Ah, das ist, wenn ich meinen Controller bewege, dann wackeln die ganzen Anzeigedinger dort hinten. Das sollte aber eigentlich nicht so sein. Außerdem ist der Schatten hier unten abgeschnitten. Aber das ist auch eine andere Sache. Okay, hier ist erstmal nichts. Dort könnten wir hochgehen. Ich würde aber erstmal nur gerne gucken. Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay. So, der Strom ist, glaube ich, auch oben gewesen, oder? Was ist das? So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Okay. Wo können wir denn... Jetzt ging es gerade nicht mehr nach oben. Also manchmal zweifle ich echt hier an allem. Ich glaube aber, wie schon gesagt, wir müssen auch hochkriechen. Hier rechts war ja nichts. Na dann. Das da oben an der Leiter sieht wie die Stromkonsole aus. Wir können den Kondensator nicht laden, bevor der Dampf abgelassen ist. Zu riskant. Wir schließen den Stromkreis erst, wenn der Kondensator geladen ist. Tja, das Schild müssen Sie wohl aktualisieren. Diese Schutztüren hier sollen sich bei Explosionsgefahr schließen. Aber warum sind sie dann offen? Keine Ahnung. Zum Glück muss ich dem Vorstand das nicht erklären. Na, ich denke, das System hat gar nicht erkannt, dass es Explosionsgefahr ist. Das hat sie doch erst selber erklärt. Deswegen tritt ja der Dampf aus und das System ist aber trotzdem noch stabil. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Okay. Sieht aus, als müssten wir den Schaltkreis zum Öffnen drücken, um den Strom abzustellen. Das klappt sicher nicht. Zum Öffnen drücken. Ergibt Sinn. Jetzt schon. Also, wann schließen wir den Stromkreis? Nachdem der Kondensator geladen ist? Sehr gut. Sie haben mir die Antwort schon vorgesagt. Das war doch nicht schwer. Wollen Sie uns irgendetwas sagen, Mr. Yoda? Nicht deine Marke, was? Ja, tut mir echt leid. Ich war verzweifelt. Ich verstehe das. Nur zu gut, fürchte ich. Besonders jetzt. Aber hey, vielleicht bringt mich dieses Desaster endlich zum Aufhören. Wirklich? Niemals. Ich bin so süchtig, ich könnte einen Velociraptor rauchen. Ich will dir keinen Vortrag halten, aber lass es, solange es geht. Bekommen Sie Entzugserscheinungen? Ja. Hey, hast du mein Feuerzeug oder wurde das auch vom Raptor gefressen? Sie hat es doch nicht geklaut, sondern sie hat es doch nur gefunden, was sie jetzt hier für einen Aufstand macht. Meine Güte. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Ja, habe ich denn noch eine Situation? Hieß es nicht erst Strom aus und dann? Naja, ich frag nicht mehr. Kann mir jemand mit dem Ventil helfen? Es bewegt sich nicht. Klar, wir öffnen auch Gurkengläser. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Stopp! Wir schaffen das! Nein, ich meine Stopp! Es sollte nicht so schwer sein, das Ventil aufzudrehen. Es muss einen motorisierten Hilfsmechanismus geben. Mit Gewalt könnten Sie etwas kaputt machen. Ich schaue es mir an. Wenn es einen Motor gibt, müssen Sie die Verbindung trennen, bevor es sich von selbst bewegt. Liebe Leute, bevor wir das aber finden, würde ich an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen und wir gucken beim nächsten Mal, wo wir den motorisierten Hilfsmechanismus finden, um dieses Rädchen zu drehen. Also, bis dann, passt auf euch auf und tschüss.